Also ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren quasi wiederholt. Wir haben ein sehr erfolgreiches, sehr stabiles Mobilfunkgeschäft. Da geht es darum, Kosten zu optimieren, effizienter den Vertrieb zu gestalten, um am Ende das Ergebnis mindestens stabil zu haben oder leicht wachsen zu lassen. Und der zentrale Wachstumstreiber in der Gegenwart und dann vor allem in der Zukunft ist das TV-Geschäft, insbesondere IPTV. Wir haben die Gravis vor knapp 10 Jahren übernommen, damals von dem Gründerteam rund um Archibald Horlitz. Wir haben dieses Geschäft strategisch übernommen, weil wir gesagt haben, wir können in den Gravis-Filialen Mobilfunk verkaufen. Das haben wir in den ersten Jahren auch sehr erfolgreich getan. Und die Nähe zu Apple, aber auch die Glaubwürdigkeit innerhalb des Unternehmens, aber auch vor Kunde eben kompetent zu sein, mit der sicherlich relevantesten Marke im digitalen Leben, nämlich Apple. Das war damals die Motivation. Was hat sich in den letzten Jahren allerdings verändert? Am Ende sind die Produkte von Apple zu gut. Ja, die müssen weniger repariert werden, die werden seltener ausgetauscht. Man kann auch in den Zahlen von Apple lesen, dass der Absatz von Rechnern insbesondere, und das war immer die Stärke von Gravis, deutlich zurückgeht. Und das ist am Ende auch bei uns der Grund. Wir sind ein Mono-Brand-Ladengeschäft mit Apple. Und unser Apple-Absatz ist einfach in den letzten Jahren deutlich runtergegangen. Und irgendwann einmal reicht dann die übrige Marge aus dem Gesamtgeschäft nicht mehr aus, die Kosten zu decken. Erste Verluste haben wir gemacht, 22. Wir haben dann viele Gegenmaßnahmen gestartet. 23 war das Geschäft noch schlechter und jetzt im ersten Quartal 24 sieht man, dass wir das einfach nicht mehr umgedreht kriegen. Wir haben mit diversen Partnern darüber gesprochen, ob man zusammenlegen kann, ob man vielleicht Synergien findet. Aber die Gespräche sind am Ende gescheitert und sie sind deshalb gescheitert, weil die anderen, die das gleiche Geschäft machen wie wir, eigentlich die ähnliche Probleme haben. Also heute muss man ehrlicherweise sagen, hat es gar keinen Einfluss. Ich kann mich erinnern, in den ersten 2 Jahren haben wir, ich glaube in der Spitze, haben wir mal 25.000 bis 30.000 Mobilfunkverträge in der Gravis im Jahr gemacht. Diese Zahl ist heute auf unter 1.000 geschrumpft. Das ist einfach ein gesättigter Markt. Die Leute gehen da nicht hin, um Mobilfunkverträge abzuschließen. Das hat also auf das, wenn Sie so wollen, Kerngeschäft im Mobilfunk gar keinen Einfluss. Es geht Umsatz raus, fast 280 Millionen. Allerdings kein Ergebnis, weil es die letzten Jahre ja quasi neutral oder leicht negativ war. Also ich glaube, wir haben ja, das ist vielleicht ein Vorteil unserer Portfoliosituation. Wir haben die Gravis mit 38 Ladengeschäften eben stark Monobrand thematisch für Apple. Wir haben 550 Filialen unter der Marke Freenet, wo wir in erster Linie Mobilfunkabschlüsse oder Verträge verkaufen. Und wir haben, wie Sie wissen, auch eine Beteiligung von knapp 7% an Mediamarkt Saturn und sehen natürlich deren Zahlen auch. Und wir stehen selbst mit dem Shop-in-Shop-System in jedem Mediamarkt Saturn. So, wenn ich diese Situation subsumiere, würde ich sagen, es gibt keine klassische Konsumzurückhaltung in der Telekommunikation. Also dort funktioniert der Absatz. Wir sehen auch, dass Mobilfunkgeräte grundsätzlich weitergekauft werden. Aber man sieht eben einen Rückgang bei all den Dingen, die entweder während der Corona-Zeit besonders populär waren, Fernseher, Waschmaschinen, weiße Ware, oder man sieht, was ich erwähnt habe, der Lebenszyklus von einem Apple-Rechner. Das war früher so, den hatte man 2, 3 Jahre, dann war da mal der Lüfter kaputt, dann war die Festplatte kaputt, dann kamen die Leute zu Gravis, weil das war dorthin, wo man ein Gerät gebracht hat, wenn man es reparieren lassen wollte. Das gibt es nicht mehr. Es gibt in einem Apple-Rechner keine Festplatte mehr, keine mechanische, es gibt keinen Lüfter mehr. Und wenn ich auch selbst die Kollegen hier in der IT frage, wir nutzen heute so einen Rechner 6, 7 Jahre. Und da schrumpft einfach der Absatz. Das ist die Situation. Deshalb, ich würde es nicht auf Online-Geschäft schieben, ich würde es auch nicht auf die Veränderung der Innenstadtsituation schieben. Es ist ein sehr, sehr spezifisches Phänomen, das auf dem Monobrand-Shop Gravis basiert. Also wir haben jetzt, macht es ja schon 20 Jahre in Summe, ja. Also wir haben in der Finanzkrise 2008, wo viel passiert ist, wir haben 13, 14, wo so eine Krise war, oder auch jetzt im Kontext mit Corona konnten wir eines immer sehen: Es gibt ein super stabiles Geschäft, das ist der Mobilfunk. Die Menschen sparen im Restaurant beim Wegfahren und ich sag mal, Verbrauchs- und Luxusgütern, sie sparen nicht bei der Kommunikation.
Das ist eine sehr gute Frage, und das ist eine Frage, die wir uns quasi jeden Tag selber stellen. Wir haben im letzten Jahr mit Waipu TV, also unserem IPTV-Produkt, der echten Alternative für Kabel und Satellit, 400.000 Netto-Neukunden gewonnen. Ja. Und wir haben im ersten Quartal, das ist noch nicht veröffentlicht, aber wir werden im ersten Quartal wahrscheinlich das insgesamt 24. stärkste Quartal im Wachstum überhaupt haben bis jetzt. Das zeigt einerseits, dass das Thema populär wird und dass mehr und mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, ob sie den Fernsehzugang ändern. Sie verstehen offensichtlich die Vorteile von IPTV, also Fernsehsignal über Internetleitung. Wir können aber nicht wirklich sagen, ob das schon das Nebenkostenprivileg ist, weil das ja eigentlich erst ab 1. Juli wirksam wird. Die Optimisten bei uns sagen, wenn wir jetzt schon gut 100.000 im Quartal machen, dann sollte das dann noch deutlich mehr werden. Die Vorsichtigeren sagen, das ist schon ein Teil des Phänomens, aber wir können es nicht wirklich sehen. Also wenn wir TV-Bereich sagen, dann sagen wir, in unserer Berichterstattung haben wir zwei Dimensionen. Das eine ist, was wir Media Broadcast nennen, das ist terrestrisches Fernsehen, das ist Technik für DAB. Das ist ein Geschäft, das ca. 100 Millionen EBITDA macht und sehr, sehr stabil ist. Das eigentliche Wachstum im Segment kommt aus dem Thema Waipu TV. Dort haben wir die letzten Jahre immer konsequent das Geld, das wir verdient haben, investiert. Und das tun wir auch 2024. Also wir werden dieses Jahr ein einstelliges Millionenergebnis noch fahren. Aber ab dem nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich ein bisschen aus dem Wachstum rausnehmen, beziehungsweise das Volumen ist insgesamt dann so groß. Wir rechnen damit, dass wir in diesem IPTV-Geschäft eine ähnliche EBITDA-Rendite erzielen können wie im Gesamtgeschäft. Und die liegt so um die 20%. Auch da, wie immer, die merken das schon, es gibt immer zwei Teile einer Antwort. Wir haben damals mit Strom und Gas begonnen, weil mein Wunsch war, dass wir aus diesem reinen Mobilfunk raus müssen. Und eines der ersten Produkte, das wir da gemacht haben, war Strom und Gas, kurz danach gefolgt von den TV-Geschichten. Im Gesamtumfeld ist es ein kleines Geschäft. Wir vermitteln in etwas über 100.000 Verträge im Jahr. Das ist eine kleine Einheit mit 20 Leuten, die das in Berlin organisiert. Wir sind reiner Vermittler, also arbeiten nicht auf eigene Rechnung, eigene Kosten, sondern kriegen hier nur Commissions. Das ist ein profitables Geschäft, aber ich habe bei den Zahlen, können Sie sich vorstellen, da reden wir über 10, 15 Millionen Umsatz und reden über ein Ergebnis, das in 10% Größenordnung ist. Es ist für die Gruppe ist es sicherlich also eher eine Rundungssumme, aber ich finde es wichtig, dass wir selber Aktivitäten tun, wo wir uns auch disziplinieren müssen und lernen müssen, wie andere Geschäfte funktionieren. Wir haben in den Jahren immer wieder geprüft, ob wir mehr Stromgas machen, ob wir auch möglicherweise selber EVU werden oder virtueller EVU. Ich bin froh, dass wir das Freenet Energy Geschäft haben und deshalb wussten, warum wir das andere nicht beginnen. Die Freenet unterscheidet sich von den anderen Telekommunikationsunternehmen damit, dass wir sehr wenig CapEx haben und deshalb neudeutsch einen hohen Cashflow generieren. Und wir haben immer uns dazu verpflichtet, sagen wir machen eine hohe Ausschüttung, eine Ausschüttung in der Größenordnung, die uns in unserer Bewegungsfreiheit als Unternehmen nicht einschränkt, aber die eben dem Aktionär das Geld zurückgibt, das er dann hoffentlich selber gut verwendet. Deshalb ist die Policy, dass wir bis zu 80% unseres Free Cashflows jedes Jahr ausschütten. Wenn Sie sich die letzten Jahre ansehen, dann waren das immer genau 80%. Und diese 80% des Free Cashflows für 2023 sind genau 1,77 Euro. Und die haben wir auch in der Einladung für die Hauptversammlung am 7. Mai reingeschrieben und werden die Aktionäre oder die Hauptversammlung der Hauptversammlung empfehlen, diese Dividende zu beschließen.